Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 70. Und hier kommen ab jetzt gibt es dann vier Anträge, vier Vorlagen aus dem Innenausschuss, die von den Regierungsparteien geplante opferschutzorientierte Täterarbeit zur Corona-bedingt erst mit Juli 2021 statt schon jetzt mit Jahresbeginn starten. Allerdings sollen künftig die Beratungskosten vom Bund übernommen und die Mindestberatungsdauer von 3 auf 6 Stunden aufgestockt.